Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Hofgeschichte. Hier seht ihr noch einen Ausschnitt aus dem letzten Teil. Falls ihr den verpasst habt, schaut ihn euch gerne an. Verlinke ich euch oben in der Infobox. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. So sah der Hof 2013 aus. Und wir gehen jetzt links in den Torbogen rein. Da wird jetzt renoviert. Da ist nochmal der Floppy, unser Hund, und ein Kälbchen. So, und da seht ihr es. Und das ist total interessant, weil da ist ein Raum im Raum gewesen. Also wenn ihr jetzt guckt, unten drunter war quasi auch links in der Ecke noch die Wasserleitung. Da hinten, also hinten links in der Ecke. Und das war ein total verwinkelter Raum. Und der Raum im Raum ging quasi auch ins Wohnhaus rein. Und total verwinkelte Räume, Schlachtzerlegeraum. Ich weiß auch nicht, was sie da gemacht haben. Da sieht es nochmal von der anderen Seite. Da war dann auch so ein seltsames Bad. Da schön mit rosa Kacheln und gegenüber irgendwie braun. Ich hab's überhaupt nicht verstanden. Das ist jetzt von hinten gesehen. Und wir haben einfach da zu zweit komplett sind wir eskaliert. Das ist der Krijan. Bester Mann an dem Tag. Ja, das ist er auch. Da war Feierabend. Ende Gelände. Schöne Party hinterher. So, das ist jetzt von innen. Und da sieht ihr links das alte Tor. Das wird gleich noch wichtig. Und da habe ich hier richtig schickimicki. Da habe ich mir richtig Mühe gegeben hier. Und da in der Mitte haben wir die erste Tür gebaut. Und dann war die zu klein. Und dann müssen wir die vergrößern. Und hier seht ihr jetzt nochmal von außen sind jetzt die Tore, das ist jetzt 2 Jahre später. Nee, gar nicht wahr, das ist fast am Ende. Auf jeden Fall richtig schöner Raum geworden und schöne Tore, lässt sich sehr gut sehen. Und jetzt geht die totale Eskalation los und zwar ist das der Raum daneben. Das ist ein alter Anbindekuhstall und da waren quasi ganz viele Bauprojekte von verschiedenen Generationen. Also da seht ihr es noch so ein bisschen an dem Lack. Also total verbastelt, sag ich mal, aber das waren wahrscheinlich mehrere Generationen. Allein der Futtertisch in der Mitte, wo wir jetzt gerade das Bild sehen, der hatte 4, 5 verschiedene Höhen. Das sah man am Lack hinten drin. Ja, wir haben das halt quasi alles abgetragen und das war eine Schinderei. Also würde ich nie wieder machen. Da habe ich mir nämlich schön einen Tennisarm geholt, weil wir mit dem Presslufthammer da den ganzen Mist rausgehämmert haben. Völlig verrückt. Heute wirklich mit dem Bagger mieten und da reinfahren ist viel schneller und viel billiger. Aber damals habe ich das irgendwie nicht gecheckt. Das ist auch schon 10 Jahre her, 9 Jahre her. Genau, dann haben wir da Spalten reingelegt, alte, und dann betoniert. Und das war wirklich eine Hammeraktion. Einen Tag haben wir da richtig rumgeballert und mein Opa war dabei, viele Freunde waren dabei. Da seht ihr das noch. Da sind wir am Flickschustern, weil es war ein bisschen schief, aber für die allererste eigene Betonplatte, da will ich gar nicht meckern. Das ist das Team, der links, der Jan, ich und der Bayer. Der Ole Wienand, der war auch tatkräftig mit dabei, da am Saubermachen. Und im Hintergrund, habt ihr gerade gesehen, haben wir natürlich die Zementsäcke verbrannt. Das darf man natürlich nicht. Aber ja, und dann Ende Gelände, wieder ein Bier, ne? Und da seht ihr nochmal ein paar Hähnchen chillen. Und jetzt kommt das Beste, unser Floppy. Ach, den vermisse ich schon ein bisschen, ne? Der ist letztes Jahr, den haben wir einschläfern lassen. Hier seht ihr nochmal richtig schön. Also, schön ist die Platte nicht, aber sie hat mir sehr gute Dienste erwiesen. Die Türen gebaut, die Katze hat geholfen. Hähnchen sind da erstmal drin gehalten worden, 4 Jahre lang. Und dann haben wir dann den geilsten Weihnachtsmarkt gemacht ever. Schön alles mit Hackschnitzel ausgelegt, das war ein richtig schöner Tag. Und dann kam Corona. So. Da, ach geil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, bitte einmal Daumen hoch, die Glocke läuten und das Video mit deinen Freunden teilen. Vielen Dank. Ciao, ciao.